Herzlich willkommen. Wir möchten euch heute unsere App Bike2Go präsentieren, welche es ermöglicht, Fahrräder spontan und günstig zwischen Privatpersonen zu vermitteln. Noch nicht registrierte Kunden können sich in wenigen Schritten einen Benutzeraccount anlegen. Bereits registrierte Kunden können sich selbstverständlich direkt einloggen. Nach dem Login wird der Benutzer auf eine Karte geleitet, auf der ihm alle verfügbaren Fahrräder im Umkreis angezeigt werden. Im Menü ist es Nutzern möglich, ein eigenes Fahrrad zu inserieren. Hierzu müssen sie lediglich Zeiträume festlegen, in denen sie ihr Fahrrad zur Verfügung stellen möchten. Bei Bedarf können mehrere Zeiträume festgelegt werden. Anschließend kann man einen Radius festlegen. Dieser bestimmt einen Bereich, in dem das Fahrrad vorzugsweise bewegt werden soll. Für Mieter ist es günstiger, ein Fahrrad in einem solchen Bereich abzustellen. Abschließend können Bilder des Fahrrads hinzugefügt werden, um die Auswahl und das Finden des Fahrrads für andere Benutzer zu erleichtern. Im Menüpunkt Profil kann der Nutzer seine persönlichen Daten und seine Zahlungsmethode verwalten. Außerdem kann er die Zeiträume, in denen sein Fahrrad zur Verfügung steht, ändern oder kurzfristig einen vergünstigten Bereich festlegen, sodass sein Fahrrad stets griffbereit bleibt. Um Benutzern, die ein Fahrrad mieten möchten, die Auswahl zu erleichtern, bietet der Filter eine Hilfe und zeigt eine eingegrenzte Auswahl der verfügbaren Fahrräder. Der Bewegungsradius zeigt nur Fahrräder, die in diesem Gebiet bewegt werden dürfen. Zusätzlich bietet der Filter Funktionen, um ausschließlich top bewertete, verfügbare oder vergünstigte Fahrräder anzuzeigen. Mit einem Klick auf eines dieser vergünstigten Fahrrädern sieht der Benutzer den Preis und Zeitraum, in dem das Fahrrad verfügbar ist. Befindet sich der Nutzer in der Nähe eines für ihn in Frage kommenden Fahrrads, kann er dieses mit Hilfe seines Smartphones entsperren. Falls es zu Unklarheiten in der Bedienung der App kommen sollte, kann der Benutzer stets auf den app-eigenen Guide zurückgreifen. Wir wünschen gute Fahrt.